Braucht die Schweiz? Braucht das Ausland? Brauchen wir eine zweite Gotthardröhre? Geht es auch anders? Lässt man die zwei Spuren wirklich geschlossen oder sind plötzlich alle vier offen? Wie steht es mit der Sicherheit? Stau am Gotthard, Stau aber auch in der Agglomeration Luzern. Reicht das Geld vom Bund für beides? In Sempach hat man darüber diskutiert. Mit dabei Bundesrätin Doris Leuthard, der Regierungsrat Robert Küng, die Ständeräte Konrad Graber und Filippo Lombardi, Nationalräte Regula Ritz und Thierry Burkhardt, der Regierungsrat Markus Züst und vom Gewerbeverband der Gaudenz Zemp sowie rund 700 Besucher in der Festhalle. Das Gespräch rund um die zweite Gotthardröhre geleitet hat Kari Kählin. Sehen Sie hier auf deinem Fernsehen für unsere Region Telenapf, Telezentralschweiz, die zum Teil hitzige Debatten in voller Länge und machen Sie sich selber ein Bild. Wie achten Sie also die Sondersendung zur zweiten Gotthardröhre? Den genauen Ausstrahlungstermin sehen Sie dann auf den Programmtafeln.